Hey! Und, Meister, was macht die Suche nach den Baumeistern? Keine Ahnung. Ich muss erstmal was herausfinden. Sie sind verschwunden? Was soll das heißen? Was es eben heißt. Verschwunden mit reichlich Vorräten, die ich bestellt hatte. Über ein Dutzend Wagen erreichten den Bauplatz, doch fünf sind unterwegs verloren gegangen. Mit ihnen Werkzeug, Nahrung, Baumaterial und vor allem die Spezialisten, die wir brauchen, darunter auch der Oberarchitekt. Ich habe dem Architekten geschrieben, dass der Steinbruch bereit ist und er neue Pläne schicken soll. Aber der Vorarbeiter sagt, der Architekt sei schon hier in Adaiso und das heißt... Dass er auch verschwunden ist, ich verstehe. Ich sehe mich mal um. Meister, ich weiß nicht, wie ich dir danken soll. Doch bitte beeile dich. Ohne diese fünf Wagen können wir unser Werk einfach nicht vollenden. Mir dreht sich der Kopf. Besuch den Bauplatz. Na dann, besuchen wir optional den Bauplatz. Kriegen wir zwei Erfahrungspunkte für. Oder wenigstens einen halben. Oder wenigstens die Anmerkung, herzlichen Glückwunsch, du hast etwas gemacht, was von der Quest verlangt war. Also. Danke. Danke für diese Info. So, 86. Das ist bei 79. Ah ja. Hin und wieder muss man halt die Waffen reparieren. Stimmt, kann man das eigentlich nicht von den Schmieden auch machen? So für kleines Entgelt. Ah ja. Das ist eigentlich alles nicht so weit, oder? Fuck doch. Holy shit. Okay, dann würde ich sagen, reise ich halt hierher. Besuche das und dann reise ich weiter. Ja. Du. Dich brauche ich gerade nicht mehr. Also. Wieso muss ich am Arsch der Welt plötzlich eine Quest erledigen? Aber das Gute ist, dass ich dann nicht weit bin und das Schwert holen kann. So. Also wenn ich in die Richtung reiten muss. Übrigens habe ich mal ein Video gesehen. Es gibt doch diesen einen Bug, wo das Pferd irgendwie so komisch sich aufbäumt und dann so mit den Hufen nach vorne schlägt, während man einen Berg runterrutscht. Dieser Bug war gewollt. Ich habe gesehen, wie die halt tatsächlich diese Animation einfach großartig ausgeführt haben. Naja, Wölfe sind ja physische Wesen. Na, schlag einen von beiden. Aber spring nicht hin und her und mach nichts. Au. Ich sollte mich umsehen. Oh, das... Zerschmetterte Knochen. War's schon. Verdammt, ganz schön stark. Okay. Tiefe Spuren, Blut. Da wollte jemand nur noch weg. Verdammt, in Stücke gerissen. Das ist aber schon krass. So, ein bisschen. Oh, ich kann übrigens irgendwie die Dingsmission nicht machen, die optionale. Wieso auch immer. Ah, da hinten geht's weiter. Fußspuren, da hinten ist ein Geräusch. Verdammt. Oh, shit. Ich kann mich an den vorherigen erinnern. Du
meine, ich habe bereits gegen einen davon gekämpft. Oh. Wo ist er? Da, direkt vor mir. Ja. Zäher Bastard, zäher Bastard. Daneben. Hm. Das sah ein bisschen wie der Angriff von dem Boss oder von Bloodborne aus, der Mikael oder sowas. Wie ist er? Der mit dem großen Zylinder jedenfalls, der so Tentakel so nach vorne schlägt. Und genau wie dieser Tentakelschlag sah das halt auch aus, der Angriff. Hab ihn. Da ist was hinter diesen Wurzeln. Hinter Wurzeln? Oh. Nein? Okay. Kommt raus! Ich tue euch nichts. Ah, die haben sich versteckt. Alles klar. Danke, Meister Hexer. Möge Majoran über dich wachen. Wie sie immer wollen, dass ein Gewürz über mich wacht. Oder ein Gewürz anbieten. So. Das heißt, das sind wirklich jedes Mal einzelne Punkte. Okay, dann besuche ich jetzt die hier als nächstes und dann das Optionale, weil das kann ich ja anscheinend zwischen den ganzen Dingern trotzdem noch machen. Langsam. Ich sollte aber trotzdem eine Stunde meditieren, bevor ich... Aufsteigen. Okay. So, ich benutze meine überschüssige Energie für Quen. So, die Mörderhaut ist tot. Der andere ist dadurch tot. Und ich töte ich so. Tagebuch mitnehmen. Aber das mache ich noch nicht. Oh Mann. Also, ich glaube wirklich, dass ich hauptstory-technisch vom DLC fast durch bin. Die haben nämlich sehr viele Nebenmissionen eingebaut. Verdammt! Bitte, du bist vielleicht ein Volltrottel! Okay. Ja, bin ich. Anscheinend. Du brennst. Du stirbst. Können die... können schon kämpfen anscheinend. Oh, ich habe ihm eine Blutung verpasst oder sowas. Na, schlag den halt während er brennt, damit er nicht mehr brennt. Aber die Logik verstehe ich auch nicht. Wieso sollte er nicht mehr brennen, nur weil man ihn geschlagen hat? Du Arsch, hast dich von hinten an mich rangeschlichen. Dafür stirbst du jetzt. Hundebär was? Ach, stirb. Ich muss mich wieder an den Kommentar erinnern. So, wer ist dein Auftraggeber? Hund. Und er hat deine Mutter gepimpert.
Danke, guter Mann. Der Liebhaber deiner Oma. Du bist doch der berühmte Hexer, nicht wahr? Genau. Ich breche sofort zur Arbeit an der Statue auf. Man braucht mich dort dringend. Oh ja. Es ist nicht einen Tag später, nur weil man die Tageszeit geändert hat. Gut. Besuchen wir das Denkmal jetzt. Weil, ist sowieso am nächsten. Am Ende ist es optional, zwischen jeder der Gruppen das Denkmal zu besuchen, damit man den Fortschritt sehen kann. Dann würde ich kotzen. Hart. Mit sehr harten Stückchen. So. Ganz ruhig. Keine Schlägereien. Wollte ich auch nicht. Aber du willst anscheinend, wenn du schon sowas ansprichst. Beeindruckend. Ich tue, wofür ich bezahlt werde. Und nun, ich würde am liebsten absolut gar nichts tun. Da ist ein Denkmal. Gut. Nicht weit von hier ist eine Gruppe. Genau, einfach nach Norden durch die Straße entlang. Pferd, wo bist du? Ah ja. Pferd, weiter geht's. Ganz ruhig, keine Schlägerei. Da liegt's wirklich drauf an. Wie war das? Mit welchen Sprüchen könnte man eine Schlägerei verursachen? Hey, ihr, wollt ihr eine Schlägerei? Verdammt, sind das viele. Oh. Die sind vor allem ziemlich stark gerüstet, so wie das aussieht. Ruhig. Keiner schlägt mich. Und keiner wird verletzt. Wow. Okay. Du. So. Okay, für den muss ich die altbekannte Strategie machen. Fick dich hart. Verdammt. Ah, verdammt. Okay. Ach, noch einer mit Schild. Aber lange nicht schnell genug. Wieso kann ich den nicht einfach aufspießen? Hallo, Kamerad. Lass den nicht zu Atem kommen. Unhalten und kämpfen. Ja. Wieso werden eigentlich meine Tränke nicht wieder aufgeladen jedes Mal, wenn ich einen Tag warten muss? Was wollten Sie klauen? Einen Hammer? Einen Felsbrocken? Ich verstehe. Nein, eure Kronjuwelen. Sie wollten sie in den Händen halten. Die Quest wird mich verfolgen bis ans Lebensende. Bewegt sich da was? Ich
Ich sehe zwar, dass man sagt einen Tag später und dass da irgendwie immer wieder hingezeigt wird, aber ich sehe nicht wirklich. Aber ich glaube, es wird höher. Es ist Nacht geworden. Also beziehungsweise ich habe von Nacht in den Abend rein gewartet oder so. Ich würde dann bis irgendwie so bis zum Morgengrauen nochmal warten. Gut. Und dann würde ich noch gerne mein Schwert reparieren. »88?« Ja. Und dann könnte ich noch hier kurz... Ich habe nichts mehr. Ah doch, hier. Ich habe ja die nächste Stufe jetzt. So, Quen-Entladung. 5% des absorbierten Schadens werden auf den Angreifer zurückgeworfen. Oder Verbrennung. Chance erhöhen. Ich würde sagen, erst das eine, dann das andere. Und dann wechsle ich hier nochmal durch. So, Täuschung. Das brauche ich auf jeden Fall. Dann irgendwas mit Irden entfernen. Nachhaltige Glyphe. Das muss ich kurz gucken. Oder irgendwas mit... Erhöht die Chance auf kritische Treffer. Muskelgedächtnis erhöht den Schaden bei schnellen Angriffen um 25%. Okay, ich brauche auf jeden Fall unsterblich. Ich brauche auf jeden Fall den Flächenangriff. Vielleicht 25% dazu. Ne, erstmal Irden. Erstmal Irden entfernen. So. Weil ich benutze es eh nicht. Wieso ist mein Inventar wieder bei 90? Oh mein Gott! Ich habe die Satteltaschen gefunden und bin anschließend gestorben. Oh, jetzt muss ich wieder die Satteltasche irgendwo finden. Komm jetzt. Ich krieg Ausschläge von sowas. So. Gott. Ich meine, der Unterschied ist immerhin bei 80 Tragekapazität. 80 ist viel. Nein, das ist ja noch nicht mal so, dass ich dann sage, oh ja, na gut, dann eben nicht. Hole ich es mir halt irgendwann mal, sondern ich bin ja kurz vor der maximalen Kapazität. Ich weiß nicht mal mehr, wo ich das gefunden habe, aber ich glaube irgendwo in diesem Steinbruchlager. Naja. Wird schon. Da ist der Wagen. Was geht denn bei euch ab? Naja, bevor ich weiter frage, wo kann man hier Zeug plündern und wo ist eine gute Chance, dass ich hier einen besseren Sattel herkriege? Er ist ein Gegner. Und von der Intensität her kein allzu schwacher. So. Mach auf. Achso, ich muss Arbeiter werden. Lass mich zufrieden, Hexer. Achso, die haben gesoffen. Mach auf. Diese Schweine. Hey. Mach auf. Alle anderen wurden angegriffen und die haben sich besoffen. Hey. Mach auf. Unser Retter.
Ist der letzte ertrunken? Ah nein. Komm schon, steh auf. Ich weiß noch nicht, was er gesagt hat oder was es bedeuten sollte. Aber der ist auf jeden Fall Hacke. Angeschickt. Jetzt repariere ich schnell meinen Wagen. Ich werde beim Bauplatz erwartet. Bis dann. Ihr Alkoholiker. Ist es schon wieder Abend oder was? Es ist schon wieder Abend. Gut gemacht. So. Und zur letzten Gruppe. Hoffen wir mal, dass die... Naja. Der Wache lässt uns friedlich schlafen. Irgendwas auf Lager. Achtung vor dem Werwolf. Aber ich habe mehr geboten. Mademoiselle, Monsieur, bleiben wir doch bitte ruhig. Was ist hier schon wieder los? Unsere Familie stellt seit 4 Generationen Wein her. Sie stellt ungenießbare Plörre her, meinst du wohl? Weswegen Belgard an mich verkauft werden sollte, nicht an ihn. Als herzoglicher Beamter muss ich die Interessen des Herzogtums wahren. Belgard gehört derzeit der Schatzkammer. Der Schatzminister hat seinem Wunsch klaren Ausdruck verliehen, dass Belgard an einen verantwortungsvollen Verwalter übergeben wird. Doch es gibt verschiedene Probleme mit euren bestehenden Besitztümern. Bis ihr die nicht behoben und euch als kompetent erwiesen habt, kommt der Verkauf von Belgard an keinen von euch in Frage. Okay. Na, zufrieden? Das ist deine Schuld. Meine? Du hast sie doch nicht alle, Frau. Mann. Hört, gute Leute, es sei allgemein kundgetan, dass Matilda de Vermentino eine verfluchte, gehässige Irre ist. Sieht mir nicht nach einer Irren aus, nur nach einer verdammt wütenden. Du hast sie ganz schön hochgebracht. Wirklich? Woher willst du das wissen? Zähmst du Widerspenstige? Ich weiß alles über Frauen. Ein Hexer. Kein Fachmann. Aber den braucht es nicht, um zu sehen, wann eine Frau wütend ist. Sie guckt einen böse an. Sie ist grimmig. Warte, hast du Hexer gesagt? Du suchst doch keine Arbeit, oder? Ich will ein Weingut kaufen. Belgard. Aber dieser Bastard-Bürokrat verkauft es mir erst, wenn ich meine Angelegenheiten auf Coronata in Ordnung gebracht habe. Oh, was sind das für Angelegenheiten? Ach, es steht da in mehreren Hinsichten schlecht. Das Herbarium ist monsterverseucht. Mein Verwalter ist verschwunden. Außerdem eine ganze Fuhre Wein. Und jemand hat meine Kräuterkundlerin entführt. Ganz schön viel Pech für ein Weingut. Kräuterkundlerin? Wenn du mich fragst, es ist diese Kleine. Es ist Matilda, meine ich. Das ist alles ihr Werk. Ein zuckersüßes Antlitz. Aber ein Temperament wie Meerrettich. Also, hilfst du mir? Vielleicht schaue ich mir die Sache mal an, wenn ich in der Gegend bin. Ich verspreche aber nichts. Natürlich, das verlange ich auch gar nicht. Mein Weingut liegt östlich von hier. Ich will erstmal mit der Matilda. Nun entschuldige mich, ich muss mit diesem Amtsschimmel reden. Vielleicht kriege ich ihn ja doch rum. Kann ich... Ja, ich wollte schon sagen. Also, was kannst du mir erzählen? Psst! Du bist doch ein Hexer, oder? Ich habe gehört, wie du mit diesem Riesentrampe Liam geredet hast. Ein abstoßender Kerl, die schlimmste Sorte. Erst betört er einen mit seinem hübschen Gesicht, dann offenbart er sein rabenschwarzes Herz. Aber darum geht es mir gar nicht. Ich habe dich angesprochen, weil ich Belgard ebenfalls kaufen möchte. Aber auch in meinem Weingut Vermentino steht es nicht zum Besten. Seltsamer Zufall. Kein Zufall. Ich bin sicher, dass Lia mir Knüppel zwischen die Beine wirft. Viele davon.
Doppelgegedie. Mein Gegner und mein Schmied sind beide auf rätselhafte Weise verschwunden. Auf den Wegen sprießen fleischfressende Pflanzen. Und die am Fuße des Fasanenhügels erst. Ach, die Liste ist lang. Das Problem jedoch einfach. Wenn ich Vermentino nicht in Ordnung bringe, kann ich Belgard nicht kaufen. Für beide das Ganze klären. Also einen von beiden. Sie bietet mir das Doppelte. Okay, wir müssen über meine Belohnung reden. Und jetzt muss hier... Und jetzt muss hier eigentlich für die Frau eine Option sein, auf die Knie gehen. Ich bin falsch. Okay, machen wir einfach 750. Oder 55. Gut, abgemacht. Gut, ich helfe ihr, weil... Erinnert ihr euch noch an meine Grundsätze von Witcher 3 am Anfang? Schön. Du weißt ja Frauen nicht, wie viel mir daran liegt. Über dem Rest. Ein Weingut westlich von hier. Nee, warte ganz kurz, das war gerecht, neutral. Ich bleibe einige Zeit hier. Bist du so neutral nicht, und gerecht etwa auf gleicher Ebene? Ich nicht aufpasse. Und dann Frauen. Verstehe. Bis dann. Und da es in dem Fall anscheinend keine neutrale Möglichkeit gibt, außer dass ich vielleicht noch die Wache lässt uns beiden schlafen. Übeltäter wird sie strafen. Gehe. Achso. Ja, wir gucken einfach mal. Ich gucke mir die Quest dann mal an. Dann entscheide ich noch, wie ich das genau anstelle. Vielleicht helfe ich einfach beiden. Und dann sage ich am Ende, wer das Neue haben soll. Wahrscheinlich die Person, die sich bückt. Ja, ich überlege gerade, ob ich es wirklich will, dass sich der Typ bückt. Ich glaube eher nicht. Ne. Auf. So, dann haben wir Wildschweine. Kennt ihr diese Level 43er Wildschweine? Ich musste ihr davon mal in der South Park erzählen. Beziehungsweise World of Warcraft. Plündern? Na. Blut. Sehr viel Blut. Fußspuren? Kikimoras. So. Vor allem viele anscheinend. Ich habe eine Mücke gehört. Da hinten. Das stinkt vielleicht. So, ich habe mein Schild noch. Ich habe mein Schild nicht mehr. Na komm schon. So. Oh, ich bin betäubt. What? Also das mit dem Vergraben, ich weiß nicht, irgendwas in der Animation ist bei Witcher immer schief gelaufen. Sowohl im ersten als auch im dritten Teil. Im zweiten haben sie das, glaube ich, rausgenommen, indem sie einfach keine Gegner gemacht haben, die das können. Hallo Maxim. Funktioniert das mal? Heute? Ah. Ich habe neue Haustiere. Erzähl mal. Maxim, ich klicke auf keine Links, die seltsam aussehen. Weil am Ende kommen laute Geräusche. Da muss ich mich fragen, wieso da laute Geräusche kamen. Beziehungsweise ich kann es mal anders machen. So. Ich mute
ganz kurz den Ton. Okay, es ist nicht laut. Es ist laut. Kikimora-Eier. Ich muss sie einnehmen. Als ob ich einen Screamer sende. Oh, ich habe sie gleich mitverbrannt. Die vermissten Arbeiter. Das ist ihnen also zugestoßen. Das mit dem Türklopfen ist auch schon nervig genug. Hätte mehr auf das Zeichen achten sollen. Was an der Tür geklopft hat. Ja, Maxi, an welcher Tür denn? Langsamer. Aber das Geräusch war echt ziemlich authentisch, sage ich mal. Also in meinem Headset kam es vor allem hauptsächlich hinter mir. Da wird zwar, es war recht eindeutig für mich dann, dass es nicht sein kann, weil das zweite Klopfen von links kam. Mach doch mal auf. Ah, die Statue ist fertig. Geh zum Vorarbeiter und hol dir deine Belohnung ab. Ah, nee, der ist hier. Okay, dann schwimme ich kurz rüber, oder? Ah, ich schwimme kurz rüber. Außerdem ist da so ein Fragezeichen. Das kann ich dann auch gleich erforschen. Da schwimmt irgendwas. Und da ist eine Höhle. Buch, okay, hier. Logbuch des Kapitäns. Einfach nur, damit ich gleich die Quest hab. Oh shit, oh shit. Wenn hier, oh warte ganz kurz, da ist Natur, da ist Natur. So. Oh. Na, müssen ja nerven. So, die Höhle werde ich auf jeden Fall aber auch gleich noch untersuchen. Nee, Maxim, aber heute läuft's. Also. Weil gestern hattest du ja Probleme. So. Dann würde ich sagen, Quest abholen, nochmal rüberschwimmen, die Höhle untersuchen und dann zu dieser Insel gehen und mein Schwert abholen. Ich habe geholfen, die Statue zu vollenden, wie du wolltest. Meister, was hätte ich ohne dich getan? Heerscharen von Majorans Gläubigen werden für dich beten. Und du wirst mich bezahlen, richtig? Aber natürlich. Hier, deine Belohnung. Der Investor ist ein echter Geschäftsmann. Unser Plan sieht Massenkonvertierungen vor. Mit den Spenden wollen wir die Produktionskosten in 3 bis 4 Jahren wieder reinholen. Es ist alles bis auf die Nachkommastellen durchgerechnet. Dann viel Grausam. Glück. Leb wohl. Es hat aber zum Glück gerade eben erst gespeichert. Ey, ohne Scheiß, bei Dark Souls fällt man irgendwie einen Kilometer weit runter, landet irgendwie auf Beton mit spitzen Stacheln drauf, während das einem auch nochmal entgegenkam mit 300 Stundenkilometer und man hat vielleicht einen Kratzer. Bei Witcher 3, oh, das ist höher als ein 10 cm. Du kriegst jetzt Schaden.
Oh, das ist höher als 2,5 Zentimeter. Du stirbst.